Hallo, liebe Freundinnen und Freunde des Global Nature Fund. Wir sind mitten in der Adventszeit und das Jahr 2020 neigt sich seinem Ende zu. Ohne Frage, das war ein außergewöhnliches Jahr. Ein Jahr voller Einschränkungen und auch bedrohlicher Nachrichten. Aber die Pandemie hat auch Gutes hervorgebracht in uns Menschen. Gemeinsinn, Zusammenhalt, Rücksichtnahme. Und das sind Werte, die auch in der Arbeit des Global Nature Fund seit jeher eine wichtige Rolle spielen. Und letztlich konnten wir trotz der Einschränkungen in ganz vielen Ländern an unsere guten Projektergebnisse anknüpfen. Ob in der Mongolei, in Kolumbien oder in Indien, ob im Bereich Naturschutz, im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit oder in der Arbeit für gesunde Gewässer. Wir haben gemerkt, dass wir uns auf uns und auf unsere Partner vor allem verlassen können. Ganz ausdrücklich möchte ich mich im Namen des Global Nature Fund bei unseren Spendern und Unterstützern bedanken. Ob Einzelspenden, ob Zuschüsse der Bundesregierung oder der EU oder auch Förderung von Unternehmen, jeder Beitrag ist wichtig und hilft uns, unsere Arbeit fortzusetzen und Lösungen für andere Probleme zu finden, wie zum Beispiel Verlust der biologischen Vielfalt oder den Klimawandel. Und wir denken auch mit Empathie an Partner in Regionen, die nicht nur mit Covid zu kämpfen hatten. Im Golf von Bengalen zum Beispiel hat der Zyklon Amphan die Menschen vor große Herausforderungen gestellt. Auch unsere Projektarbeit in den Sundarbans zwischen Bangladesch und Indien wurde zeitweise durch den Zyklon sehr in Mitleidenschaft gezogen. In Indien, aber auch in vielen anderen Ländern und Regionen arbeiten unsere vielen Partnerorganisationen mit viel Engagement und Einsatz daran, ihre Arbeit fortzusetzen. Und da sind wir für ihre zuverlässige und treue Unterstützung sehr dankbar und auch darauf angewiesen. Wir schauen nun mit vorsichtigem Optimismus in die Zukunft. Der medizinische Fortschritt allein wird unsere Probleme aber nicht lösen können. Das können nur vertrauensvoller Zusammenhalt, Gemeinsinn und Zusammenarbeit. In diesem Sinne nochmal vielen Dank für Ihre Unterstützung für unsere Arbeit. Unsere Arbeit, das bedeutet all die vielen Projekte, die Living Legs Partner und Partner des Global Nature Fund in so vielen Ländern umsetzen. Bleiben Sie uns treu, schauen Sie mal auf unsere Webseite. Dort finden Sie Möglichkeiten, wie Sie uns unterstützen können, aber wie Sie auch mitwirken können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie erholsame Feiertage, alles Gute für das nächste Jahr 2021. Machen Sie es gut.